Nachdem sich die Rote Marie von Heinrich Vogeler trennte, blieb sie selbst auf dem Bakenhof wohnen und richtete sich mit ihrem neuen Lebensgefährten Waldhund im Parterre-Wohnzimmer des Bakenhofs ein. Vogeler zog sich selbst in dieser Zeit zum Schlafen in sein Atelier zurück. Sein Leben schien so verdüster zu sein, dass auch seine Arbeitsgenossen darunter litten. Auf Anregung von August Freiträger, dem Leiter der Tischlerwerkstatt, und Fili Hayes, dem Metallarbeiter auf dem Backenhof, errichtete ihm die Kommune an einem 8 Meter langen Bienenstand am Kiefernhang oberhalb des Teiches ein winziges, strohgedecktes Fachwerkhäuschen. Im sogenannten Bienenhaus wohnte der Künstler fortan von Frühjahr 1921 bis Sommer 1923. Über seine kleine, funktional eingerichtete Wohnzelle schreibt Vogeler: Der Innenraum maß 3 Meter Länge und 2 Meter Breite. War gut organisiert für mein anspruchsloses Leben.